Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, mal ins Licht hier gehen. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Es ist jetzt 4.13 Uhr, falls man das sieht. 4.13 Uhr Donnerstag. Ich warte gerade auf zwei Kollegen. Die dürfen wir aber nicht zeigen. Und wir sind heute auf dem Weg nach München zu Hannes, zum Zangl, zum Menas Moos Konzert. Und dann wieder zurück ein paar Tage später zum Geburtstag. Und keine Ahnung, ich werde einfach mal ein bisschen filmen, einen kleinen Vlog machen, München-Vlog, mal gucken, was wir so sehen. Vielleicht kommen wir wieder bei Kerry Imbiss vorbei, mal gucken, wie es beim Zangl so aussieht. Und mal gucken, ob das mit dem Konzert klappt, sage ich mal. Guten Morgen, Jungs! Nicht reden, man darf euch ja nicht hören, wenn man euch schon nicht sehen darf. So, wir melden uns gleich zurück beim Bahnhof. So, sind jetzt in Sonneberg angekommen, müssen jetzt direkt den nächsten Zug rüber, Gleis 4, Richtung Nürnberg, da wo es Pizza Hut gibt. Bruder, ich schwör, da fährt schon ohne uns. Ich steh direkt da, von einem Zug in den nächsten, genial. So, sind jetzt natürlich in Nürnberg am Hauptbahnhof angekommen, müssen jetzt zum Gleis 12. Wir fahren dann direkt von Nürnberg nach München, wo der Hannes hoffentlich mit Bier wartet. Haben jetzt 13 Minuten Umsteigszeit eigentlich. Laufen wir mal hin, gucken wir mal. Sieht alles gut aus. Bis jetzt eigentlich chillige Fahrt. Alles cool, alles bequem. So muss es immer sein. Oberfranken, Coburg, rechts da hoch, da. Ein bisschen so rechts. Ja, ja, genau, fahr genau. Nur es geht gerade mit. So, da hinten war der Hannes irgendwo. Hey! Hannes gefunden und endlich da und ich muss so dringend pissen, Junge! Ja, dann gehen wir gleich, dann gehen wir gleich. Sofort jetzt aber! Toilette gefunden und Grüße an Naturin an der Stelle. So, da hinten ist der Hannes, den seht ihr aber gar nicht. Deswegen drehe ich mal kurz die Dose um, damit ich hier rankomme. Wir wollen das nämlich mal fix aufmachen. So, das ist einmal der Ramses. Das ist, pass auf, das ist einmal der Hannes. Jawohl. Und dann würde ich sagen, Prost Hannes, ach, da bist du ja. Habe ich dich erwischt. Prost. Guckt euch das mal an, hier steht der Hannes. Im größten Zwiebelring der Welt in München. Und da ist er wieder am Start. Moos Hannes auf München, auf eine gute Zeit. Auf eine geile Zeit wieder, yo. Hannes, der Kulturbanause. Das hat er mir beim letzten Mal gar nicht gezeigt. Guck mal hier. Guck mal. Ist das herrlich. Guck mal ins Wasser rein. Wie klar. Klar wie Kloßbrühe einfach nur. Und er hat sogar einen Penis, ne? Wenn man da hinguckt, sieht man genau den Penis. So. Wir gehen jetzt aber hier weg, weil ich habe nämlich keine Hose an. Taubsi! Taubsi in München, hat aber wieder nicht geklappt. So, wir rennen jetzt hier irgendwo rum in München. Hier ist ganz viel los, ganz viele Menschen. Es riecht die ganze Zeit nach Essen. Beziehungsweise ist hier die St. Michaelskirche. Das ist das hier, was ihr da seht. Das sieht doch richtig herrlich aus, oder? Und das ist eine Arena in Pokémon Go. Und weil es gleich kurz nach 11 ist und Raid Boss Wechsel ist und hier Lavados aufgeht, gleich an der Kirche, möchte ich natürlich einen Community Raid machen, den ich gepostet habe, den es als extra Video gab. Und was dabei rausgekommen ist, seht ihr im Community Raid Video. Die anderen sitzen da hinten irgendwo unter dem Baum. Sieht schon prächtig aus, muss ich sagen. Guck mal, wir haben hier einfach ein Wildschwein gefunden, mitten in München, ne? Guck dir das mal an. Der Rüssel, also die Nase, die Reißzähne, wie die hier raushängen, richtig brutal. Der sieht doch auf jeden Fall mächtig aus. Und wenn ihr denkt, das war schon alles. Oh, warte mal.
Achtung, Verletzungsgefahr. Anfassen, betreten, besteigen, verboten. Eltern haften für die Kinder. Tja, Pierre, da kannst du nicht drauf reiten. Wir haben hier sogar noch einen Fisch. Ich versuche mal heimlich den Fisch zu filmen. Wenn ich hier hingehe und sage, das ist ein Fisch, guck. Das ist hier vorne, das ist hinten, das geht hier runter und habt hier hinten eine Schwanzflosse. Klaus Nageler, 1982. Okay. Jetzt habe ich wieder die Leute verschreckt. Ja, da können wir jetzt auch von vorne gucken, ne? Das ist das Fischmaul. Da können jetzt so die Hand rein tun. Und hier drin fühlt es sich komisch an, also tu die Hand am besten nicht rein. Sieht doch aber auch gut aus. Da steht zum Beispiel nicht, dass man nicht drauf klettern soll. Also da könnt ihr euch ruhig draufsetzen. Aber lasst das Wildschwein in Ruhe. So, wir sind jetzt auf jeden Fall beim Hannes zu Hause angekommen, ne? Haben noch Besuch bekommen und jetzt möchte ich euch mal was anderes zeigen. An der Wand vom Hannes hängt ein Bild vom Hannes und ihr werdet nicht erkennen, dass das der Hannes ist. Der Hannes sah nämlich mal aus wie von den Trailer Park Boys. Der Typ mit dem Glas, der überall, egal wo er stand, immer ein Glas Whisky dabei hatte, oder? Ist das etwa Hannes? Wenn ihr den kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Richtig genial. Hannes, wer ist denn der Mann auf dem Foto? Das bin ich. Oh. Immer noch. So, die Faggots verstecken sich hinter der Bushaltestelle. Nee, jetzt laufen sie weiter. Hier gibt es ein super Kinder Bueno Eis. Jetzt probieren, jetzt noch leckerer. Wir sind auf dem Weg zum Curry Imbiss. Mal gucken, ob ich die Jungs überzeugen kann, dass jeder sich einen Chili Cheese Döner holt und den wirklich mal probiert, wenn ich schon immer davon schwärme. Ach, jetzt laufen sie. Jetzt laufen sie. Cool. Dann laufen sie jetzt. So. Dann sieht es jetzt so aus. So, was darf nicht fehlen, wenn du in München bist? Du musst natürlich beim Curry Imbiss vorbei in der Heidemannstraße. Ich muss wieder Werbung machen. Heidemannstraße, Curry Imbiss in München. Für mich der beste Chili-Cheese-Döner, den ich je gegessen habe. Immer wenn ich hier gegessen habe und bin dann nach Hause zu mir, habe bei mir zu Hause Döner gegessen. Die waren alle fettig, die waren frampfig, die waren nicht knusprig, die waren nicht warm. Da war alles andere als das, was du hier erlebst. Döner, Kebab, Kebab, Chichi, Chebab, Kiki, keine Ahnung, Curry Imbiss. Die Leute dissen mich jedes Mal, wenn ich Chebab, Chichi sag. Und ich habe mir natürlich wieder einen gegönnt. Der gute Curry-Mann ist leider nicht da. Aber das ist der Döner. Das ist der Chili-Cheese-Döner beim Curry Imbiss. Den werde ich mir jetzt einverleiben, den werde ich jetzt essen. Hannes holt sich natürlich auch ein. Die anderen teilen sich eine Capri-Sonne. Und dann müssen wir eigentlich auf den Weg uns machen langsam zum Zangl, weil wir ja heute mit dem noch Video drehen wollen. Zangl isst scharfe Sachen mit Gästen. Guckt euch das an. Ein Chili Cheese vom Curry Imbiss. Heute legst du mal wieder los, oder? Ja. Ja, eh klar. So, eben haben wir noch gesagt, heute ist er nicht da, wir verpassen ihn. Und da ist er doch, der Curry-Mann, ne? Hallo. Servus, hi, grüß dich. Und er hat schon gesagt, er möchte uns was einpacken. Weil wir ja zum Zangl gehen, möchte er uns ein bisschen scharfe Soße mitgeben, selbstgemachte, diese mit so afrikanischen Chilis. Richtig, ja. Die kann der Zangl dann nämlich auch mal probieren oder den können wir den als Geschenk da lassen. Ansonsten, wie geht's, wie steht's, was macht der Laden, läuft immer noch gut alles? Ah, Hannes, super, Rames. Der läuft super, der Laden. Ich bin sehr zufrieden. Vor allem mein Chili-Cheese-Döner, der ist hier ein Knaller. Der Chili-Cheese-Döner, der ist einfach, seit du da warst bei dem ersten Video, wo du mit uns gemacht hast, ist der Chili-Cheese-Döner besser und gängiger wie der Klassik-Döner. Ja, deswegen empfehle ich euch auch, wenn ihr hier seid, wirklich mal Heidemannstraße 37. Curry Imbiss, probier den Chili Cheese Döner. Hannes schwört auch drauf. Guck! Und ja, ich liebe den Chili Cheese Döner. Der Hannes liebt immer alles, ne? Vor allem, wenn es scharf ist. Wenn es scharf ist. So, dann Dankeschön. Erstmal kurz. Ich danke euch. Mal gucken, was heute noch so geht, ne? So, wir sind ins Bus gefahren die ganze Zeit und es ist so heiß. Ich bereue schon wieder, dass ich kein Unterhemd angezogen habe. Einfach nur die Schultern und die Ärmel engen mich total ein. Es ist mega heiß. Hier ist die abgepackte Soße für den Zangl vom Curry-Mann. Und ich muss nochmal betonen, ich musste für mein Essen und mein Trinken wieder nichts bezahlen, weil der Curry-Mann ein richtiger Ehrenmann ist. Der ist so freundlich, der ist so nett, immer ein Lächeln auf den Lippen. Und ich bin einfach gerne dort. So genial. Einfach nur mal das getestet, mal kurz ein Video drüber gemacht. Hat er dann gesehen, fand er richtig genial. Seitdem
richtig dick im Geschäft. Und ab geht's. So, auf der Suche nach Zangl, von Zangls Chili-Bude. Wir sind schon in der richtigen Straße, sagt Hannes, aber gefühlt ist die Straße einfach unendlich lang. Wir laufen also, die Zahlen nehmen immer mehr ab. Und guck mal hier drüben, was wir da noch gefunden haben. Den müssen wir euch auch noch zeigen. Abrünle, das ist doch schön. Hannes kriegt gleich wieder alles ins Genick. Da, wunderbar. Ob das so eine gute Idee ist, ja? Oh. Erfrischung immer gut. Jetzt schnell wieder die Mütze auf, immer einen kühlen Kopf bewahren bei dem Wetter. Ah, der Zangl denkt, wir sind bekloppt, haben uns eingesächt. Schnell weiterlaufen, hat keiner gesehen. Wie beim GoFest in Berlin, immer eintunken, ihr wisst Bescheid. Herr Winkler. Erinnert mich irgendwie an den Drachenlord. Herr Winkler. Das sieht aus, da war ich auch gerade, hab mir die Frisur gemacht. Auch wenn ich gerade nichts sehe, das hat doch Style, oder? Ein bisschen. So, jetzt sehe ich den Bildschirm auch wieder. Jetzt sehe ich auch die Haare, guck. Haare? Ach, ist das schön. Hier möchte ich gern wohnen. Grüße an Kästor an der Stelle. Ach, ist das schön. Hier würde ich gern wohnen, genau. Das ist so eine Art Insider. Obwohl, wer schon mal in Hibu war, der sagt ja immer dasselbe, ne? Muss man nicht erklären. So, wir sind angekommen. Im Hinterhof standen hier so drei Gestalten. Die sahen genau richtig aus. Jetzt gucken wir mal kurz, wen haben wir denn hier? Sie sind der? Ja, ich bin der Jojo, ich mach Kamera. Die Kamera ist das. Sieht so eine Kamera aus? Schreibt es mal in die Kommentare. Den lassen wir kurz aus. Hier an der Seite haben wir... Den Roman, servus. Ich mache auch Kamera. Und den Schnitt. Kamera und Schnitt? Ich habe nur eine Kamera. Und wer macht eigentlich den Schnitt, das weiß ich noch nicht genau. So, und hier haben wir den einzig wahren mit schwarzen Bart und schwarzen, ganz in schwarz, da weiß ich ja, was für Musik gespielt wird, der... Zangl! Hi. Von Zangls Chili-Bude, ja. Alles, was mit Chilis, Schärfe, sonst was zu tun hat, Anbau, Verkauf, hin und her, Züchtung, Schärfe-Tests. Wir haben dir gleich was mitgebracht hier vom Curry Imbiss. Der macht nämlich immer selber so komische Chili-Soße aus was? Brasilianischen? Aus afrikanischen. Chili, glaube ich. Und ist alles das Gleiche. Selber zusammengeschnitzt, da haben wir was mitgebracht gewonnen. Merci. Da haben wir dir erstmal Soße mitgebracht. Ja. Wir haben noch was anderes dabei. Die kannst du erstmal. Hier, bitteschön. Hast keine Hand frei, wird trotzdem einfach reingegeben. So. Ja, wir müssen mal kurz uns eine Runde halten und dann gucken wir mal, was sie hier so. Wir machen bestimmt noch eine Roomtour in die Gefilde des Herren hier. Also in der Testkammer zumindest. So, jetzt will ich euch mal in ein Geheimnis einführen, was ihr nie gedacht hättet. Wir sind jetzt nämlich beim Zangls Chili-Bude. Und ich habe ja immer gedacht, der ist irgendwo bei sich im Garten, in einem Gartenhäuschen, wenn man die Kulisse gesehen hat. Dass das ein Gartenhäuschen ist, so mit Brettern alles verholzt. Und wenn man das Fenster aufmacht, ist man im Garten, draußen stehen die Chili-Pflanzen, pflückt man sich eine weg. Jetzt passt mal auf, wenn ihr hier reingeht, das ist jetzt eine Roomtour, ne? Hier stehen schon mal Soßen bereit. Dann lauft ihr hier rein, die Treppe runter. Das sieht schon mal einladend aus, wenn man hier reinkommt. Guck mal, Bananen. Bananen dürfen auch nicht fehlen, Bananen am Tisch. Hier sind unsere Gaben, die wir ihm dagelassen haben. Ich habe ihm eine Packung Three Spicy mitgebracht, dass er die mal probieren kann. Hier steht ein Kaugummiautomat. Hinten ist die Küche. Da ist er jetzt drin mit dem Hannes gerade. Wir müssen nämlich jetzt das Essen zubereiten, was wir mit den Soßen dann zusammen probieren. Hier schwenke ich mal kurz rein. Hier wird heftig gearbeitet. Ich laufe mal unauffällig durch. Und jetzt haltet euch fest. Ihr kommt hier rein und das ist kein Garten, das ist auch keine Gartenhütte. Das ist eine Kulisse. Guckt euch das an. Das ist die Wand. Ihr denkt, ach guck mal, Fenster, kannst du rausgucken. Nein, es ist hier im Prinzip wie ein Studio aufgebaut. Hier sind Softboxen, Mikrofon, alles da. Fetter Ventilator. Hier hängen auch die Gäste, die schon da waren, die da mitgemacht haben, an den Wänden.
Da hieß es, da sind wir dann sicherlich auch mit dabei. Den haben wir noch nicht geguckt. Den haben wir geguckt. Den haben wir geguckt. Den haben wir geguckt. Den haben wir geguckt. Den noch nicht. Das ist Sido, das sieht man schon. Ihn haben wir geschaut. Ihn haben wir geguckt am Montag erst. Der sitzt auch draußen. Den können wir euch gleich nochmal zeigen. Da sitzen die zwei Kameramänner. Hier ist der Tisch. Und auf jeden Fall war das aber trotzdem früher mal Gartenhütte, aber die mussten das dann mitnehmen. Macht man ja so, wenn man geht, nimmt man einfach die Hütte mit, stell die hier rein. Und das ist, pass auf, ich hoffe, ne? Das ist der Kollege mit der Brille, ganz der jetzt genau ohne Brille hier sitzt, den wir zuletzt erst geschaut haben. Hast du gut gemacht, wunderbar. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ich bin dabei. Dankeschön. Und jetzt suchen wir nochmal den Hannes und gucken nochmal, wie es jetzt weitergeht dann mit dem Essen. Guck mal, Rey Mysterio gefunden als Wackeldacke, also eigentlich als Katze, ne? Ey, ich bin total aufgeregt. Slam. Schon allein hier die Kulisse alles. Richtig genial. Und eine macht noch so, die hat so... Ich tu mal kurz hier stehen, ne? Tut einfach so, als wäre ich nicht da. Die macht so ein Crossfit und... Frühlingsröllchen. Ach, es gibt wohl doch keine Mozzarella-Sticks. Nee, es gab nicht genug. Okay. Es gab eine Packung, die hat mal alt ausgeschaut. Aber das finde ich gut, das hat wenigstens jetzt Tradition. Ich habe die ganze Zeit schon gesagt, ich habe so ewig keine Frühlingsröllchen mehr gegessen. Früher kam immer der Eismann, wir haben immer Frühlingsröllchen genommen bei denen, weil die voll korrekt waren. Jetzt kommen die nicht mehr, gibt es keine. Die hier sind, um das Geheimnis zu lüften, die sind von Edeka. Ne? Gleich mal Schleichwerbung machen. Mit fruchtig pikanten Asia-Dip. Da brauchst du doch keine Soßen mehr, sondern ist doch los. Da ist doch Asia-Dip dabei. Sag mir, wie heißt du? Das ist er, guckt ihr euch nochmal an. Das ist er. Hallo. Das ist er, ne? Kennt ihr den? Schreibt's mal in die Kommentare. Habt ihr schon mal ein Video geguckt? Seid ihr Montag immer dabei, wenn wir Videos gucken? Wenn wir mit der Reihe durch sind, gibt es noch viel andere Sachen zu entdecken auf dem Kanal. Ist bestimmt auch unten verlinkt nochmal, also guckt mal rein bei Zangels Chili Bude. Und wenn nicht, dann zwinge ich euch dazu. Dann gucke ich nur noch Montag seine Videos, damit ihr auf ihn aufmerksam werdet. Guck mal, hier ist sogar eine Mini-Bar, ne? Einfach einen Schrank mit 1000 Getränken drin, alles dabei, wunderbar. Wir haben jetzt hier... Oh mein Gott, das ist das gleiche, was ich schon mal hatte. Wenn ich noch eins trinke, dann habe ich den Hattrick geschafft, wunderbar. Ah, ihr seid so schön. So, ich bin der Zangel und das ist meine Chili-Bude, ne? So sieht es hier aus. Das ist der Ramses und das ist der Hannes, ne? Den kennt ihr schon, von Hannes Brennt. Das ist der Ramses von Ramses Kitchen. Das ist meine Chili-Bude. Und das ist hier der Frühlingsröllchen, ne? Mit Mozzarella gefüllt. Ne? Haben wir nicht mehr da gehabt, ist egal. Das ist die Kacksau. Die kann man auch mal trinken. Helles Bier am Start. Und ich würde sagen, er übernimmt und dann kommt irgendwo ein richtiges Video. Ne? Peace out, Vorhaut. So, jetzt klingt es, als wären wir hier irgendwo in einem Flugzeug. So, jetzt klingt es, als wären wir hier irgendwo in einem Flugzeug. Mann, ich kann nicht mehr reden. So, jetzt klingt's, als wären wir hier irgendwo in der Flugzeugturbine. Ich kann wirklich nicht mehr reden. Gefangen. Dann ist der Ventilator an der Decke. Guck mal, wie der hier reinströmt. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht, wenn der Zangel fertig ist mit seinen Videos. Da stehen die Kakaos. Da sind die leeren Teller. Da ist die Spezialsoße, die wir vom Curry-Imbiss mitgenommen haben. Da sind die Soßen, die wir getestet haben. Und hier ist der Saustall. Das ist Zangel, ne? Wer das kennt immer, das ist Nürnberg, das ist Berlin, das ist München und jetzt neu die Edition. Das ist Zangel. Guckt dir das an. Aber es sieht hier wirklich so genial aus. Guckt euch die Kulisse an. Die Stühle, die Wand, die Hall of Fame, wo die Leute angepinnt sind. Hier ist alles aufgebaut. Finde ich richtig genial. Super genialer Einblick hier. Wir werden jetzt bestimmt noch ein bisschen quasseln, vielleicht noch ein Bierchen trinken. Eigentlich müssen wir zu unseren zwei anderen Gästen zurück, die eigentlich auf uns warten. Und morgen ist immer noch das Menas Moos Konzert. Ja, passt schon. Nein, ohne irgendwas. Ups, einfach hinter. Alles klar. Okay. Dann tschüss, Zangel. Schön, dass du da warst. Tschüss, Ramses. Durch die Zaubertür. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Hannes, hast du jetzt die Hand gegeben?
Was ist denn los mit dir? Hä? Wir haben ja schon im Off gegangen. Jetzt reicht's ja, genau. Mir hier. Gut. Kommt's gut heim. Wir müssen jetzt schnell heim. Wir wollen nach 20 Uhr die Premiere gucken. Wir haben nur noch 50 Minuten und wir brauchen 2 Stunden bis nach Hause. Das wird nix. Ciao.